Hey Leute, willkommen zurück zu Warseer. Wir starten direkt einen neuen Run und gucken mal. Ich kann jetzt ja noch gar nichts bisher so machen. Egal, machen wir mal weiter. Das Gute ist, bisher gab es keine Copyright-Probleme wieder bei YouTube. Also, ich weiß nicht, das eine Video war... Irgendwas war an dem besonders scheinbar. Keine Ahnung. Und solange ich mich hier so halbwegs durchsterbe, um es mal so zu formulieren, mache ich die Videos, glaube ich, ein bisschen kürzer. Ich glaube, so 15, 20 Minuten irgendwie so um den Dreh. Oder ich soll die Länge... Oder ihr wollt, dass ich die länger mache. Dann müsst ihr mir das aber schreiben. Aber ich glaube, das ist... Es ist einfacher zu verdauen, wenn das erstmal alles ein bisschen kürzer ist. Ich spiele in letzter Zeit auch viel mit Gamepad. Jetzt nicht das hier. Ich glaube, das geht auch nicht mit Gamepad. Aber es ist halt echt... Da wäre ich fast reingegangen. Ich könnte das eigentlich direkt am Anfang schon machen. Das ist halt so eine Umstellung, dann wieder mit Maus in der Hand zu haben. Da sind auf einmal die Hände irgendwie die Finger falsch verdrahtet. Oh, hallo. Ihr seid aber zahlreich. Das Gute daran ist, ich kann die eher nicht so verfehlen. Und nach wie vor, ich bin jetzt, ich frage mich halt, ich komme da so gar nicht durch. Nein, das war das nicht. Das hier unten war das. Nee, das war's. Ob ich da zuerst reingehen sollte oder nicht. Gut, ich finde hier und da mal Upgrades. Ja, aber es hält sich alles bisher noch sehr stark im Rahmen hier am Anfang. Deswegen macht das, glaube ich, auch keinen Unterschied, ob ich jetzt vielleicht warte, um irgendwie noch Upgrades zu kriegen oder direkt am Anfang da reingehe. Deswegen... Das wird aber auch nicht auf der Karte angezeigt. Dann gehen wir jetzt hier rein, so. Verdammt, 49%. Das wollte ich jetzt eigentlich mal ein bisschen offensiver angehen. Hat gut funktioniert. Gut, was haben wir hier? Repair Effectiveness. Ja, das ist auf jeden Fall... 20% sind schon okay. Da sage ich nicht nein. Wenn das jetzt irgendwie so 6% wären, ja, okay. Nehme, würde ich natürlich auch nehmen, ist klar, ne, aber... 6% sind keine 20%. Überraschung. Okay, das ist auch wieder... Und das hat ja auch noch was anderes. Total Heal per Second ist höher und repariert konstant 7,5 HP die Sekunde. Okay, gut. Da unten hat man noch was. Plasma Railgun. Ja, nein, ja. Gute Frage. 22,4, 25,3. Machen wir das mal damit.
Und von was ich mich natürlich nicht treffen lassen möchte, das sind Raketen. Diese Laser sind zum Teil noch verkraftbar. Oh, Flammenwerfer. Und das passiert auch nicht im Menü. Nehme ich jetzt erstmal. Dieses Spinnen ist natürlich so ein Flammenwerfer echt Gold wert. Da oben war noch einer, ne? So. Der Kopf war noch da. Teilweise finde ich es aber auch irgendwie ziemlich schwierig, da den Projektilen auszuweichen. Also teilweise echt unmöglich. So, und ich hoffe, ja, du bist eine dicke Spinne. Bräuchte ich ja so einen Boss-Modus, wo man nur gegen Bosse spielt. Oh. Um einfach zu üben. Das wäre doch was. So ein Boss-Modus generell. Das wäre doch, glaube ich, eine ganz coole Idee. Das ist ein bisschen niedriger, aber... Gut, das andere ist schon Level 2. Das ist halt echt eine so eine Sache, ne? Mit diesen ganzen Stats. Totally healed per second, constantly repairs, bla bla bla, modifications. Und ja, es ist ein bisschen... Da muss man halt echt genau hingucken. Generell mag ich ja sowas. Wenn man die ganzen Informationen hat, aber das ist halt, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Das ist echt irgendwie ein bisschen zu viel. Ich will ja nicht irgendwie eine halbe Stunde da sitzen und Stats genau vergleichen. Ich würde halt direkt gerne auf den ersten Blick sehen, was denn besser ist. Wenn ich da erst sitze und dann gucken muss, ja, und vergleichen und dies vergleichen und das vergleichen, dann... Das nimmt natürlich auch immer Spielfluss raus. Glaub, ich spiele nur noch mit Flammenwerfer. Also das mit diesen Ecken hier, wo da nichts mehr ist, das erinnert mich so ein bisschen an Striving for Light. Was ich halt auch mal wieder spielen müsste. Was ich ja auch erst seit 3 Monaten wieder vorhab, aber hey. Dauert halt. So, was haben wir hier? Mehr AP, 9%, nehme ich gerne mit. Und natürlich Mech Shuffle. Habe ich auch schon vor Monaten gesagt, dass ich da mal wieder Videos zu machen wollen würde und machen möchte, aber irgendwie ist das halt auch immer ein bisschen schwierig, wenn ich dann auch neue Spiele kriege und dann würde ich zu denen auch was machen und dann ist wieder dieses typische Problem, zu viele Spiele. Vor allen Dingen, wenn es dann alte Spiele sind, die dann noch im Early Access sind. Und dann Updates kriegen, dann würde ich dazu auch wieder was machen, wenn das cool ist, was ich da gesehen habe. Das wird dann halt alles noch mehr.
Hauptsache in Bewegung bleiben, glaube ich, ist langsam die Formel. Auch wenn man dann Schaden kassiert, Hauptsache Bewegung. Crude Plasma Railgun. Ja, nee, ich bleib erstmal beim Flammenwerfer. Vielleicht wäre das auch besser, am Anfang sich auf eine Waffenart zu konzentrieren und damit erstmal zu spielen. Auch wenn die anderen vielleicht ein bisschen mehr Schaden machen, aber... So, das war easy. Steady Volley Cannon. Oh, hat aber sehr viele Modifikatoren. Damage per Second, 69,8. Okay. Ja, muss ich einzeln klicken, dann kann ich ein paar Mal schießen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Wäre vielleicht auch noch eine Option, wenn man so eine Waffe hat, dass dann hier vielleicht runtersteht oder irgendwie das angezeigt wird, wie oft ich damit schießen kann, bevor sie nachgeladen werden muss. Also so bei bestimmten Sachen wieder. Das, genau, das ging erstmal nicht, sondern wir müssen zum Boss. Ich will den überhaupt nicht überspringen. Ja, die Waffe ist aber auch okay. Andere Frage ist, wer halt so ein, ich weiß nicht, ob man sich das anzeigen lassen kann, aber wäre so ein Lebensbalken für Gegner eine Option? Ich sehe halt, wie viel Schaden ich mache, ich sehe aber nicht, wie viel Leben der hat. Gut, ne? Wenn man ein paar Mal spielt, kann man das dann auch ungefähr einschätzen, wie schnell die dann alle umfallen. Aber es ist trotzdem ein bisschen komisch, dass ich hier den Schaden sehe, den ich mache, aber ich sehe nicht, wie viel Leben die haben. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob man das im Menü einstellen kann, dass das angezeigt wird. Da kann man eine ganze Menge einstellen, das habe ich schon gesehen. Und jetzt hätten wir hier noch Crude Volley Cannon. Genauer, mehr Range. Das ist aber auch schon sehr interessant, ne? Wenn man hier mal guckt, Level 1, Level 2. Denkt man, okay, Level 2 müsste ja grundsätzlich besser sein. Aber da guckt man hier Damage per Second, 69,8, 67,3. Gut, ich habe jetzt hier mehr Modifikatoren. Das ist auch die Sache mit plus 20 Damage. Aber da macht halt dieser Unterschied von Level 2, 1 und Level 2 eigentlich, macht halt nicht mehr so wirklich einen Unterschied. Glaub, du hast 15 Lebenspunkte. Mal ganz kurz warten. Es macht schon Laune, aber die Bosse sind mir dann doch noch so ein bisschen zu stark. Vor allen Dingen auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Es sind ja schon 6, also es wird ja schon unterschieden in 6 unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Muss mir vielleicht mal angucken, steht dabei, was die Unterschiede da genau sind. Aber ne, wenn ich hier schon so
am Struggeln bin beim niedrigsten Schwierigkeitsgrad bei Bossen. Vielleicht hatte ich jetzt auch einfach nur Pech. Kann auch sein. Es ist dann wieder dieses Zusammenspiel zwischen, was hat man für Bossgegner und was hat man selbst dann noch so für Waffen. Manche Sachen funktionieren einfach besser als wieder andere. Von den Raketen würde ich mich gerne nicht treffen lassen. Ich sehe den halt überhaupt nicht mehr. Hier fliegt so viel durch die Gegend. Also dieses konstant geheilt werden, das ist halt schon... Das ist genau mein Ding. Wenn ich so 30-40% Schaden kassiert habe, dann werde ich erstmal einen Schritt zurück machen. Dann dauert das halt alles ein bisschen länger, aber... Teilweise kommt mir das so ein bisschen vor, es sind einfach zu viele Projektile. Wenn ich das jetzt mit sowas wie zum Beispiel Tiny Rogue so ein bisschen vergleiche, da funktioniert das halt einfach... Bin ich schon besser von der Anzahl der Projektile, weil da kann man schon sehr viele Sachen ausweichen. Und hier habe ich das Gefühl, komme ich teilweise nicht hinterher. So, jede Menge Krempel. Rocket Pod, Volley Cannon, aber ich glaube, ich bin damit erstmal ganz zufrieden. Vor allen Dingen, das Ding ist jetzt auch schon ein bisschen besser, so vom Schaden generell her. Aber wenn man sich das nochmal anschaut hier, da steht was. Ja gut, Schaden pro Sekunde. Damage per Hit 1,5. Vielleicht sollte ich da mal mehr drauf gucken. 1,0, das ist halt schon, ne? Das hier hat mehr. Aber als AOE, ich glaube, ich bin damit schon ganz zufrieden. Zumindest habe ich jetzt mal hier diesen blöden, so einen blöden Boss geschafft. Aber ich habe auch schon ein paar vernünftige Sachen. Also, ne, bisher komme ich halt nicht wirklich vorwärts oder bin bisher nicht sehr viel vorwärts gekommen oder auch gar nicht. Aber das Spiel, das ist schon cool. Auch mit den ganzen Items, mit den Modifikatoren, das ist halt auch irgendwie genauso meins. So, und ich rede und laufe irgendwie wir durch die Gegend. Jede Menge Krempel. Repair Effectiveness Cooldown. Ja, das ist jetzt auch so eine Sache hier, ne? Links habe ich halt konstant Reparatur, 7,5 HP pro Sekunde. Rechts habe ich das nicht. Deswegen würde ich eigentlich sagen, ich bleibe bei dem, was ich habe. Das halt hat einen Cooldown. Und 17,4 Sekunden, also nee. Plasma Barrage Launcher kann ich auch noch nicht nehmen. Gut, ich kann jetzt... Moment, wie war das nochmal so? Das ganze Zeug hier verschrotten. Combat Sphere Upgrade. Ja, das gucken wir gleich auch nochmal. Kann ich Zwischenmissionen benutzen? Okay, und wir können jetzt... Erste Ebene geschafft. Meine Güte, dass ich das noch erleben darf. Mit T kommen wir hier raus. Das kannte ich nämlich schon, denn wie gesagt, vor dem ersten Video habe ich einen Run gespielt und den Boss geschafft. Und jetzt waren es 3-4 Videos, habe ich kein einziges Mal diesen blöden ersten Boss geschafft. Operational Time, Underground Time. Ach so, insgesamt und wie lange wir im Untergrund waren. Und ich muss die Leertaste drücken, um weiterzumachen. Automatisch habe ich links geklickt im ersten Moment, ohne das zu lesen. Gut.
Crafting. Okay. Das haben wir jetzt. Dann geht's hier weiter. Ja, super Smiley. Der Smiley gefällt mir. Das ist echt super. Combat Seer Upgrade. Combat Seer Upgrade. Hat das jetzt irgendwie meine Stats erhöht? Würde ich mal drauf tippen. Und Scrap kann ich halt nehmen, um dann die Sachen zu craften. Aber ich kann nach wie vor diese Dinger halt überhaupt nicht... Stärkere halt... Das ist halt echt cool. Also generell auch, wie die Sachen ineinander greifen von den Spielmechaniken her, was man da so machen kann, so... Bessere Loot sammeln, selbst was craften, das ist genau mein Ding. Steady Wally Cannon. Ja, haben wir. Und dann hätten wir da Range, Speed. Das steht halt dann auch, aber auch nicht pro Schuss. Ja, okay, ne? Ist es ein Plasma Beam? Da gibt es keinen Schuss, aber es ist trotzdem dann ein bisschen blöd irgendwie. Ich bleib dabei. Ich bleib bei der Volley Cannon. Die gefällt mir. Das hier könnten wir machen. Scrap. Ist jetzt die Frage, behält man den? Ich würde halt das hier austauschen. Dann können wir das hier direkt auch noch verschrotten wieder. Und from now on you shall be called Douglas the Harmonious. Das sehe ich ja jetzt erst. Das sind dann halt diese gesperrten Slots. Deswegen werde ich da jetzt noch nichts anderes craften. Die Waffe halt nicht. Und die Frage ist halt, wenn ich jetzt hier rausgehe. Self-Destruct, nein. Wenn ich jetzt Begin Assault mache und komme dann in den nächsten Level. Ich muss hier erstmal kurz ein bisschen... Ich komme hier nicht raus. Ich kann nicht speichern. Ist das... Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade testen, ob ich da drüber laufen kann. Ich kann jetzt echt nicht speichern. Das ist aber unpraktisch. Das ist aber echt unpraktisch. Weil normalerweise wollte ich das eigentlich so machen. Ich mache eine Ebene und dann... ein Video und dann machen wir im nächsten Video weiter. Das geht jetzt nicht. Ja gut, dann machen wir erstmal weiter. Ja klar, ich könnte, ne? Ich könnte halt dann Video aufnehmen, aber im Prinzip spiele ich dann halt auch eine Ebene, mache dann erstmal wieder einen Tag Pause, spiele dann die nächste Ebene, so ungefähr. So spiele ich halt die Spiele, wenn ich aufnehme. Und nicht so, okay, ich nehme jetzt erste Ebene auf, pausiere das Video, stopp das Video, mach ein neues Video und nehme direkt danach das nächste Video auf. Ja, ich gehe stark davon aus, dass es noch kommt, dass Zukunft... Ich hatte ja in der Vergangenheit auch schon öfter mal Spiele, wo man dann... Also vor Veröffentlichung auch nicht speichern konnte zwischen den Ebenen. Das ist auch exklusiv. Aber das kann ich jetzt auch alles ausprobieren. Warum kann ich das? Weil ich nach und nach geheilt werde. Ha. Warum? Der kann da einfach über die Mine rüberlaufen. Sowas ist aber ganz schön arschig. Also, ja, diese Sache mit, ne? Wenn das so eng ist, da... Finde ich ein bisschen schwierig. Also von das so zu machen. Und die piepen auch alle wunderbar vor sich hin. Mein Gott, das ist aber auch irgendwie eine ganz schön Zigarette hier größer.
Ich gehe jetzt hier erstmal am Rand lang. Wenn ich hier einmal rum bin. Gibt es ja immer noch. Dann gucken wir auf die Karte und suchen uns direkt dann das, wo wir hin müssen. An den darf ich halt auch nicht so nah ran, weil wenn ich mir davon so eine Salbe fange... Nee, okay, ist nicht größer, das täuscht ein bisschen. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz. Das war das, ja. Blowing Plasma Beam. Okay. Also mit der Selbstheilung, das ist auf jeden Fall... Oh nein! Nein, 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 nein! Bei dem ist das natürlich mit der Selbstheilung... Könnte das schwierig werden. Wenn der ein-, zweimal zu packen bekommt. Ich glaube, ich tausche das jetzt doch mal aus. Die Musik ist auch ganz nett, aber das hier jetzt vor allen Dingen, das hat mir was von Ägypten. Das Musikstück. Ja, ja, ja. Das Interessante ist aber auch, dass es nicht so ist. Ja. Ja, super doofer Raum mit diesem Ding. Und ich mache irgendwie auch nicht allzu viel Schaden. Jetzt geh kaputt. So, ich will mal ganz kurz gucken. Kann ich nicht benutzen. Mehr HP nehme ich auf jeden Fall. Das brauche ich jetzt aber schon eine ganze Ecke länger, damit sich das lädt. Oh ja. Oh Mann. Das könnte zum Problem werden. Super Strategie. Was ist das? Ein Krokodil? So kann man es auch. Wart mal ganz kurz. Aber. Ich weiß jetzt gar nicht. Spawn nicht alle neu, oder? Oh Gott. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Nee, sieht nicht so aus. Oder ich habe mich jetzt verguckt. Okay, das ist natürlich ein bisschen lame, ne? Am besten wäre es natürlich, wenn dann... Also wenn es halt wirklich so ist, dass sie dann tot bleiben. Ja. Ich muss dich erledigen. Ja, ja. So. Damit du dein Schutzschild da nicht mehr hast. Du bist kein Krokodil. Du bist irgendwas anderes. Hatte ich jetzt auch nur gesagt wegen der Farbe. Wenn mich der einmal packt, ne, dann ist mal eben Hälfte meines Lebens weg. Und die Raketen hauen jetzt auch immer mehr rein.
Panzer. Eine Menge Panzer. Vielleicht zwei von denen hier. Eieieiei. Liegt halt echt eine Menge durch die Gegend. Habe ich jetzt auch gar nicht mehr kaputt bekommen. Ja, ja, genau, das sagte ich ja auch eben. Die, wenn ich mir da wirklich was fange von denen. Boah, wie viel halten die denn aus? Okay. Wow, das zieht aber ganz schön an. Von 1 auf 2. Ja, gut. Immerhin Fortschritt. Und ich hoffe, man kann in Zukunft dann zwischen den unterschiedlichen Ebenen speichern. Das wäre halt echt super. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald.